Moin Leute, sorry, dass ich so lange habe auf mich warten lassen. Oh, heute war ein bisschen viel zu tun. Aber ich hab's ja geschafft, oder? So. Connected. Channel switched. Ich habe heute auch Bock. Das ist super. Puh. 18:18 Uhr jetzt. Langsam warm werden.
Puh. Dann mal fix eine rauchen, Jungs. Bis gleich. There we fucking go, da bin ich wieder. Oh, die ersten 10 Minuten vom Stream geschafft. Oh, Pete. Die Nummer des Tages, mein Lieber, da bist du. Wir warten jetzt gerade nur auf Holly, die ist gerade noch unterwegs. Die wird wohl auch noch eine ganze Zeit brauchen, bis sie kommt. Aber wenn sie da ist, kommt sie as soon as possible. Na, Pete, wie war der Schultag? Erzähl.
Ganz in Ordnung. Sehr schön. Ich war heute tatsächlich auch in der Schule und es war auch super angenehm. Nach dem Games gestern hat mich Holly natürlich darauf festgenagelt, dass wir uns am Wochenende treffen. Das ziehen wir jetzt auch durch. Als erstes Streaming-Goal quasi. Hahaha. Das wird bestimmt ganz lustig. So, auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen, starke Nummer, dass du gestern bis 23 Uhr durchgehalten hast, mein Lieber. Heute wird der Stream aber nicht länger als 10 sein. reicht auch. Also länger als 10 werden wir nicht nochmal machen. Aber ich muss morgen auch sehr früh hoch. Aufgestanden, ja, so sieht es bei mir jetzt auch die nächste Runde aus. So schlimm, aber du hast eisern durchgehalten, mein Lieber. Das rechne ich dir hoch an. Vor allem jetzt am Anfang solch eines Streams rechnet man den ersten, und du bist ja tatsächlich mit einer der ersten Follower, die tatsächlich auch jeden Tag mit am Schisser sind, die es durchziehen. Also, es ist für einen guten Zweck. Oh, da war der Lehrer bestimmt angepisst, oder? Bei dem saß Licht am Unterricht, weil der Unterricht so fucking langweilig ist. Ja, ich kenne das definitiv. Dass man am Anfang total fit und dann am Anfang total im Eimer und kaum ist der Unterricht zu Ende und man hat Ruhe, wird man wieder hellwach. Es el typical. Ich hätte meine Lane nicht verlassen sollen, es war dumm. Ich hatte ein bisschen Panik, dass das jetzt nichts wird, weil ich gestern echt ziemlich gehypt war. Es ist meistens so, dass man dann am nächsten Tag eher so Medium ist. Aber ein schöner Kill gerade.
Eben. Aber ich bin ehrgeizig. Würde dann natürlich auch abliefern, ne? So ist nicht. Bis jetzt, man sieht's ja, läuft's extrem cool. Das Stream ist wieder sehr angenehm, aber leider hat sich unser Yi schon abgemeldet. Also hat ein Disconnect bekommen im Early. Aber ich bin zuversichtlich, dass der nochmal wiederkommt. Der Dude. Schauen wir mal. There we fucking go. Weißt du, kaum sag ich was. Der Yi will uns nicht enttäuschen. Die Botline wird gefickt. Bin mal gespannt, wann Holly es schafft. Da sind sie, die Mädels. Leider zu wenig Mana, um noch groß freizudrehen.
Alles leider nicht so schön, wie ich es gerne hätte. Aber angenehm. 3-0-1. Die Gegner haben sich gerade ein paar Kills gesnackt, aber das ist nun mal normal. Das passiert. Vor allem im Early. Wir müssen da ein bisschen mehr aufpassen. Schade. War aber ein schöner Move. Good job. Schöne Ulti, um wegzukommen. Appreciate it. Farm ist leider auch nicht so geil. Holly. Holly fragt. Pass mal auf. Hier. Weiß nicht, ob du das sehen kannst, oder? Es ist spiegelverkehrt. Ich muss es dir translaten. Hey, Heavy Bullet, schön, dass du wieder da bist. Er hat geschrieben, sie ist in der Stunde da und ob Pete und Tom schon wieder da sind. Ich mache hier mal schnell eine Audio, dann freut sie sich. Also Pete ist auf jeden Fall da, der ist pünktlich wie die Maurer sofort gekommen. Heavy, wie war dein Tag bis jetzt? Alles cool, oder?
Erzähl, Bullet, was hast du Schickes gemacht heute? Auch Schüler oder arbeitende Vollzeitkraft? Gestern waren ganz schön viele Leute auf dem Stream. Entschuldige bitte, wenn ich nicht alle Infos im Kopf habe, falls du das schon rausgehauen hast, was du beruflich machst. Ich hoffe, du kannst es mir nachsehen. Viel gelernt und jetzt den Abend ausklingen lassen. Perfekt. Holly ist erst so in einer Stunde frühestens da. Die ist gerade in Kiel, also eine Stunde weg, hat eine Freundin im Krankenhaus besucht. Und ist dann aber zu unserer tatkräftigen Unterstützung wieder im Stream. Leistet uns Gesellschaft, egal ob positiv oder negativ gesehen. Und dann wird das cool. Oh Gott, Jungs, ich kann nicht ständig auf irgendwelche Lanes. Viel gelernt. Warst du der Dude, der in der 10. Klasse ist? Oder wie war das genau? Hilf mir mal nochmal auf die Sprünge. Jetzt kann ich dich wieder einordnen, mein Lieber. Das mit der Physikschulaufgabe, ich erinnere mich, wir hatten das Thema Quantenphysik angehauen. Aber da war ich in diesem immens krassen Game, wo ich immer noch nicht ganz genau weiß, wie ich das Game überlebt habe. Kann das sein? War das das Game? Ja, genau, stimmt. Der kleine Nova. Ich erinnere mich, das war wirklich, das war echt lustig. Soll mal noch mal einer sagen, ich bin kein verkackter Profispieler, Mann. Second time Ignite Party. Oh Gott. Team. Why you suck? Ihr seht es doch, dass ich voll im Stress bin. Kann ich dir gleich zeigen, erinnere mich aber dran, wenn die Runde zu Ende ist, ja? Dann zeige ich dir gleich meine Masteries. Ich habe ein bisschen dran rumgebastelt. Aber auf jeden Fall, hier hast du Electrolyte drinne. Naja. Ich hatte keine Ulti, das habe ich gemerkt.
Ach ja. Ey, komm schon, Mann. Was soll denn das? Na, ich bin tot und sofort läuft er die Mitte ohne Probleme durch. Guck mal. Und gleich springt er weg. Alles klar. Spiel mal ruhig dein Game. Oh, wie ärgerlich. Ich hätte Hextech noch gehabt und hätte es gepackt. Knappe Nummer. Ich hätte kaufen sollen. Vergessen. Ach ja. Ja, ich. Pete, das habe ich gleich gelesen. Ja, ich muss noch tatsächlich einen Besen fressen, habe ich ja gesagt. Ich fresse einen Besen, wenn das Game was wird. Daran halte ich mich natürlich. In der Hoffnung, dass Holly mir einen Schokobesen macht oder so. Sie ist da sicherlich talentiert. Oh Mann, das schockt nicht mit den Teammates. Ich habe keinen Bock mehr mit diesen Leuten.
Game ist voll over. Ach ja, Bay schockt schon mal gar nicht. Bin mir nicht ganz sicher. There we go. Drei für einen, nein. Krass. Ich hasse es, ne? Ich hasse es richtig intensiv, inständig, wenn das Spiel so ist. So viel zum Nasher. Ups, das lief nicht gut. Kurz ein bisschen weggehen. Ich denke mal, Shrooms sind der Key, Mann.
nochmal zu surrendern. Nächstes dann. Der 10. Kill. Der 10. Death Review. Was zu trinken hier. Ja. Elfter Kill. Death. Ach ja, das war's. Der macht die Rage Critter. There we go. Ja, es gibt tatsächlich Strafen. Die Strafen sind sogar ziemlich kacke. Es gibt verschiedene Strafen in LoL. Also wenn du salty bist und reported wirst, weil du oft Scheiße reinschreibst, dann kriegst du Strafen. Und dann gibt es zum Beispiel eine Strafe, wie dass du nicht mehr in dem normalen Chat schreiben darfst oder nur alle 10 Minuten eine Nachricht in einem Spiel oder wenn du das Spiel zu oft verlässt oder dass man dann in der Warteschlange ist, so wie ich. Wenn ich hier in der Warteschlange bin, habe ich im Durchschnitt meine 2 Minuten, 2:30 höchstens, die ich warten muss, bis ich ein Spiel kriege. So wie das hier jetzt steht, voraussichtlich 2 Minuten 34. Und wenn man Scheiße baut und lief, dann kann es auch mal sein, dass da steht, sie haben eine Strafe gekriegt und für die nächsten 5 Spiele sind sie niedriger Priorität. Und dann steht da erstmal 20 Minuten und dann muss man 20 Minuten warten, indem man nichts machen kann. Und danach geht der Ticker erst wieder los und das zählt für 5 Spiele. Und das skaliert sich dann auch hoch. Wenn man das öfters macht, dann sind es mal 10 Spiele, 20 Spiele. Und irgendwann wird man dann für einen Tag gebannt oder für eine Woche. Also da gibt es ganz viel Verschiedenes. Eigentlich ist es dumm. Vor allem, der hat gelieft am Ende des Spiels. Keine Ahnung wie.
Also, wieso er das macht. Ich habe Achievements abgeschlossen bei Twitch. Gibt's nämlich auch. Was auch immer ich dafür kriege. Was auch immer man dafür kriegt. Ich bin auf dem besten Weg dahin. Ach ja. Holly fragt, wie es bei LOL läuft. Ich schreibe mal ganz vorsichtig, geht so. So. Dann bin ich mal gespannt, wenn sie gleich da ist. Dann sollten wir das nächste Game schon gefinisht haben und können dann direkt weitermachen. Und dann ist die kleine Holly wieder da. Ich bin jetzt mal ganz kurz ein Rauchen und dann starten wir das nächste Spiel, ja? Bis gleich. Thank you.
just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, yo, just let it go. Your struggles will remain. And I say, hey, yo, we're holding hope in the wake of yesterday. So hold on to me. Hold on to me. Ah. So, da bin ich wieder. Die Followerliste stört. Dann wollen wir sie doch mal. Da hinsetzen, oder? Wie war das mit der Facecam? Die habe ich jetzt da hingesetzt. Ich denke mal, da ist es angenehmer. Ich war vorhin noch in der Schule und habe für 2 Tage ein kleines Goodie für meinen kleinen Bruder organisiert. Das ist so ein Controller fürs Handy. Ich habe damit auch schon eine Runde PUBG gezockt, funktioniert 1A, ohne Verzögerung und alles. Ist ganz cool. So, sag mal was, ist das mit der Followerliste oder dem Follower Goal jetzt besser? Wenn die Liste oben ist, ich denke mal, oder? Oh, Rivers of Eternity. Da ist er wieder. River, du warst auch ein Deutscher, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Aus Wien. Naja, aber deutschsprachig bist du. Brauchen wir unseren Stream nicht wieder auf Englisch machen, ne? Auch für dich, Holly ist in ungefähr einer Stunde da. Circa. Und dann sind wir wieder komplett und können quasi einen schönen Stream wieder zaubern. Heute auch nur bis maximal 10 Uhr. Achso, ja, natürlich. Daten für TS, mein Lieber, sollte ich hinkriegen. Yeah, there we go. Nee, ich bleib hier auch wegen Holly, weil die kommt dann rein und dann krieg ich's am allerersten mit. Du bist natürlich auch herzlichst eingeladen, Pete. Ich weiß nicht, letztes Mal hattest du ja keine Zeit, weil du irgendwie noch auf Kollegen gewartet hast von dir. Aber das Angebot steht natürlich.
Kurz aber einmal laut machen, wenn ihr im Teamspeak seid, dann move ich euch. River ist am Stissel. Wollen wir mal move. User was moved to your channel. Es geht. Einer hat gedodged. River, man hört dich nicht, falls du was sagst. Hallo? Na, jetzt. Hey. Warte, das sind echt viele hier. Ja, so im Durchschnitt 150. Hörst du mich nicht? Ich höre dich, 1A, hörst du mich nicht? Oh ja, aber ich dachte, weil du gerade gesagt hast, du hörst mich nicht. Moment, ich höre mich doppelt. Ja, du musst eins ausscheiden. Okay, jetzt. Perfekt. Ja, Jungs und Mädels. Boah, da geht's ab auf dem Server. Ja. Na gut. Hey, du hast gestern gesagt, du warst Marinesoldat. Das ist cool. Ja, tatsächlich. War. Gibt's in Deutschland sowas wie die SEALs? das sind Boarding-Soldaten. Okay. Ich habe tatsächlich eine Handvoll Freunde, wo ich im Einsatz war, konnte ich viel mit denen unternehmen. Das war ganz cool. Völlig abgedreht und kaputte Leute. Warst du da auf so einem Kriegsschiff oder auf einer Flotte oder U-Boot vielleicht? Ja, ich war auf ganz vielen verschiedenen Einheiten. Okay. Ich wusste nämlich vor ein paar Tagen gar nicht, die französische Flotte hat wahrscheinlich mehr U-Boote, aber ich weiß nicht, Deutschland, ob die viele noch haben. Ja. Das nervt mich, dass ich die Runde jetzt Support spielen muss. Achso. Das nervt mich richtig. Und du bist ein Smurf, stimmt's? Ja. Eigentlich nur. Platin auf dem Main. Nice, das werde ich nie erreichen. Aber ich bin zufrieden damit. Ich glaube, ich werde trotzdem mit Electroloot spielen, einfach weil ich keinen Bock habe, den Scheiß jetzt herumzuändern. Scheiß der Hund drauf. Das wird lustig, ich werde trotzdem Kills machen. Wart's mal ab. Oh, ich muss Exhaust mitnehmen. Hilft nix. Das wird lustig. Ich weiß nicht, ich finde das halt so kindisch, oft bei der Auswahl Champ Select oder so, dass wenn man irgendwas nimmt, das vielleicht untypisch ist, was aber funktionieren kann, wird man gleich beschimpft, ohne dass das Spiel überhaupt gestartet hat. Das ist so lächerlich. Ja, damit musst du aber leben. Je höher die Elo, desto neugieriger werden die Leute. Ich bin übrigens Main ADC, ich weiß nicht, du bist ja auch schon ein paar Mal im Stream gewesen, dann weißt du das wahrscheinlich. Main ADC.
Ja, seit gestern. Ja, also Main ADC, aber. Oh, hast du die letzten Spiele gestern gesehen? Oh Gott, waren die geil. Ich muss unbedingt nochmal. Ich habe da einen, der macht für mich Montages und macht meinen YouTube-Kanal demnächst. Okay. Und die letzten beiden Spiele waren so geil. Bis 11 Uhr. Ey, du kriegst die Tür nicht zu. Das eine Spiel war, glaube ich, ui, Cool, das 19, habe ich eh 19. gesehen. 50 Minuten, die Echo-Spiele. Ja. Hast du das. Hatte ich da Tode? Bin ich da gestorben? Na, bei dem einen glaube ich 19 oder 22:1 oder zum Schluss oder 23:1 oder Ja, so. und bei dem anderen, das andere Game war noch krasser, aber das war eigentlich ein Lose. Also wirklich, ich habe lange nicht, auch nicht in hoher Elo, niemals so ein intensives Spiel gehabt wie gestern. Das kann man bei YouTube sehen. Auch für die, die jetzt gerade dazugekommen sind, unten im Feed ist ein Pentakill von vor 2 Tagen, der ganz amüsant war. Und so kommt ihr auch auf den Kanal und da werden die ganzen Streams, die ich gemacht habe, automatisch hochgeladen. Lange Rede, kurzer Sinn, das Spiel ging über eine Stunde, 3 Minuten oder sowas. Und nach Minute 35 ungefähr hatten sich schon alle drei Inhibitoren bei uns kaputt. Ja, das hatte ich, da war jeder bei. Das war so Okay. krass. Da ging mir so Ja. die Pumpe bei dem Game, dass wir das doch gewonnen haben. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Das war Ja. nur krass. Das habe ich richtig glücklich gemacht. Konnte ich denn schon nicht mehr schlafen gestern Abend. Da hast du mich gefragt, ob du deine Boots verkaufen sollst und dann, also Stimmt, ich erinnere mich. mich frag nicht, weil du bist Platin-Spieler. Stimmt. Das war am Ende auch eine gute Idee, dass ich die Boots verkauft habe. Ich hatte zwar weniger Mobility, aber ich brauchte Ich das. hatte nur bei dem einen Shaco-Spiel irgendwas mit Pink Wards, glaube ich, gesagt. Oh ja, da hast du mir richtig in den Arsch gerettet. Der Pink Ward hat tatsächlich einmal kurz was gebracht. Hätte das mein ganzes Team gemacht, hätten wir in unserer Base weniger Probleme gehabt. Achso, ja, die lieben Wards halt. Ich vergesse das mit den Wards häufig. Warden ist nicht so mein Ding. Also wenn ich Profi mit meinem Main-Account reingehe, dann spiele ich natürlich auch mit Wards, aber so auf dem Account habe ich meistens gar keine Zeit und Lust, die Wards noch groß zu setzen. Da setze ich nur meine beiden Yellows. Ich ändere mein Trinket auch nicht mehr mit Game, wie das viele machen. Wie viele Accounts hast du? Zwei oder mehr? Über 30 habe ich, also über Level 30 habe ich 3 Stück. Also. Achso, ich dachte jetzt 30 Accounts. Nein, nein. Okay. Ich wollte halt einen Account für jede Rolle. Und. Ja, das war auch mal eine Idee von mir, echt. Aber ich weiß nicht, mittlerweile glaube ich, dass Brian das Smurfs leichter erkannt Jetzt muss ich mal überlegen. Weil mir kommt vor, auf meinen Account von mir. Kommen irgendwie auch, keine Ahnung, spielen auf einmal Goldspieler und ich frage mich immer wieso, ich will eigentlich gegen. Ich will eigentlich gegen. Um mich nicht Ja. anstrengen, aber. Die haben irgendwas erwähnt, glaube ich, diese Season, dass Riot das verbessert, dass Smurfs erkannt werden. Oder besser erkannt werden. Ja, das geht ja eigentlich ganz gut, weil du in den ersten 20 Games, die du spielst, merkst du halt sofort, ob jemand spielen kann oder nicht. Weißt Stimmt, das heißt eigentlich absichtlich blöd spielen. du? Du musst richtig Kacke spielen am Anfang. Ja. Oh, ich mach keinen Schaden. Nö, ich bleib auf Lane. Was? Duals Lux, das ist so ungewohnt. Ah, jetzt sehe ich das mit der Cam. Gut, dass du mich dran erinnerst, Pete. Wenn ich dich verdammt nochmal nicht hätte. Ich gebe dir demnächst meine Account-Daten, dann kannst du das nebenbei auch noch machen. So wollte ich das machen, dass die Cam ein bisschen weiter rechts ist. Zack. Jetzt kommt da später noch ein schöner Rahmen rum und dann ist alles cool. Ja, ein Donation-Button. Dann kann ich was donaten. Du, Donations sind eigentlich schon aktiv. Also donaten kann man, glaube ich, schon. Ich habe mein PayPal-Konto hinzugefügt. Also ich sehe noch ganz schön leer hier. Es hat noch keiner donated. Ich habe auch schon einen Donation-Goal. Ich glaube, das sind 6 € für eine Schachtel Kippen. Okay. Also make it big.
Aber wenn du irgendwas haben möchtest, fragen. Ich habe noch nichts. Also eigentlich, ich weiß nicht, wie man donatet bei Twitch. Das muss man doch eigentlich ganz easy klicken können, oder? Ja, weil ich hab das bei den meisten anderen immer so gemacht, ich mal so einen fetten Button irgendwo und dann wird das verlinkt mit, wie heißt das, Streamlabs? So, verwenden viele. Ja, und der Button ist dann wo? Den kannst du dann auf, ich hab kein Twitch, also ich bin kein Experte auf Twitch, aber ich nehme an, du hast da deinen Baukasten, wo du das vorne drauf geben kannst. Ja, ich habe ja auch Streamlabs, so schnell. Na, die Hälfte der Sachen läuft ja über Streamlabs. Aber du hast hier keine, das sind noch keine, also gab schon leer jetzt. Also ich habe, es gibt keinen Button zum Donaten, das so. Nein. Hallo? Hi. Wir sind gerade am Zocken, ja. Also ich bin am Stream und er ist als Zuschauer mit dazu. Ich weiß nicht, spielen wir gleich eine Runde? Besser die Goal. So, können wir gerne machen. Hast du viele Zuschauer? Wie lange braucht ihr denn noch? Das Game hat gerade erst angefangen, dritte Minute. Musste ich enttäuschen. Hast du denn viele Zuschauer aktuell? Ich bin bei 5, aber es sind noch. Also einer ist auf jeden Fall gleich wieder da, dann sind wir schon 6. Holly kommt auch, dann sind wir 7. Und dann explodieren wir. What's up? Explodiert. Also kleiner Stream, der ist auch gerade erst seit 5-6 Tagen da. Auf YouTube, oder? YouTube und. Dingens Kings. Wie heißt der Spaß? Twitch. Was muss ich bei YouTube eingeben? So Zippel Whoop. Aber auf Twitch wäre mir lieber. Denn ich krieg das mit dem Counter hier meist nicht mit. Da chatten die Leute auch drauf. Zippel was? Whoop! Also WHOOP. Ich will ehrlich sein zu euch, ich komme mit Support überhaupt nicht klar auf gerade. Ich habe keine Masteries und nichts gesetzt. Kann ich dich finden auf YouTube? Du kannst mich nicht finden? So, warte mal, ich muss erst mal lesen. In den Beschreibungen wird man da meist zur Donate-Seite weitergeleitet. In den Beschreibungen? Wisst ihr was? Ich gehe jetzt erstmal kurz einmal Pink Ward kaufen. Und dann wieder auf Lane. Und jetzt. Das ist recht gemütlich, das Spiel. Und jetzt gehe ich. Ja. Sagen wir schnell. Die Runde hat ja, wie gesagt, gerade erst angefangen. Und ich spiele den hier als Smurf mit Top Only. Ich bin eigentlich ADC. Und spiel auch meist nur einen Champion, weil mir der halt am meisten Spaß bringt und selten gebannt wird. Das ist hier eigentlich. Ist echt klasse. Ist eigentlich nur ein Fun-Stream. Wird bis zu für zusammenstehen? Ja. Immer noch nicht gefunden? Ja doch, aber nur eins. Du kriegst das bei YouTube. Bei YouTube ist dann wahrscheinlich nur einer und der Rest ist hier bei mir beim Stream. Was nochmal bitte? Hast du eine Cappy auf? Ja, genau. Das ist ein bisschen verzögert? Der Twitch-Chat auf jeden Fall, ja. YouTube auch, oder? Was? YouTube? Bei mir gerade Leona getötet. Ja, ja. Ash. Und jetzt Ash. Jetzt wurde gerade Ash getötet. Ja, das ist alles sehr verzögert bei mir.
Gott, das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Jungs, falls ihr was ins Twitch-Chat schreibt, ich kann das gerade nicht sehen. Okay. Aber einer schreibt bestimmt das. Warte mal, ich gehe wieder zurück auf meinen Stream, damit ich das sehen kann. Und gleich, wenn die Runde vorbei ist, checke ich mal, ob das mit Donations funktioniert. Weil ich habe das eingerichtet. Und auch schon mein PayPal und so hinzugefügt. Ich rechne nicht damit, dass mir irgendwer was donatet. Das ist ja ein kleiner Stream. Das soll ja einfach nur Spaß bringen. Nichtsdestotrotz habe ich das alles eingerichtet. Komisch. Ich war der festen Überzeugung, dass es läuft. Der Pete schreibt gerade, dein Delay ist nicht viel. Ja, also innerhalb des Streams ist das Delay völlig in Ordnung, aber es sind schon ein paar Sekunden, die Delay sind zum zur tatsächlichen Übertragung, aber das geht voll klar. Oh, was? Krass, macht die viel Damage. Neue Zuschauer, was geht? Mein ADC ist ziemlich gut. Du hast einen Pfeil ins Gesicht bekommen. Ja, bescheuert, oder? Oh Gott, ich habe ganz vergessen, dass ich Lux spiele, Mann. Oh Gott. Oh, was soll ich machen? So. Ja, da muss ich jetzt so warten. Ja. Hast du mir das geschrieben? Oder hast du ein Virus? Okay. Na, mein kleiner Bruder, der schreibt, Fortnite ist jetzt draußen fürs Handy. Justin, das ist ein Virus. Mein kleiner Bruder schickt mir Viren aufs Handy. Der sagt, das habe ich auf einer Website gesehen. Das muss man dann 10 Leute schicken und dann kann man das spielen. Okay. Sehr cool. Sehr cool. Hab völlig vergessen, dass ich Lux bin, Mann. Wann bist du denn fertig? Was? Moment. So, jetzt. Wann bist du denn fertig? Wie gesagt, die Runde dauert noch. Ist gerade erst im Start. Ich bin jetzt in der 11. Minute. Sorry. Ich
Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Oh, ich hab's überlebt. Puh. Never mal, also so oder so ist die Runde over. Leider Gottes. Was soll ich machen? Ja, das gibt es schon länger fürs Handy, aber für das iPhone. Nee. Weil es auf Android ja auf mehreren Plattformen laufen muss, ist das alles ein bisschen kompliziert. Wird noch ein bisschen Zeit fressen oder länger dauern. Hat Vorteil für das Handy wird. Ja. Krass, ich komme nicht hinterher. Also das Game ist over, leider Gottes. Das, wenn Holly nicht da ist, weißt du? Holly fehlt. Ah, ich bekomme leider nicht diese zarte Stimme hier hin. Ja, das. Jo. Holly hat auch echt eine Mädchenstimme, oder? Echt eine Mädchenstimme. Ja, sowas ist angenehm, oder? Spielen. Ja, und das ist ganz cool, weil ich nicht alle auf alles achten kann oder es noch nicht drauf habe, auf alles gleichzeitig zu achten, weißt du? Und Holly ist da echt top. Die hilft und unterstützt. Hallöchen. Hallöchen. Da müsst ihr mich jetzt gleich mal freundlich anleiten, wie man das macht. Mein Stream soll ja professionell alles haben. Ja, wenn dann, wenn du mehr Leute mal hast, brauchst du die Tür. Aber bei der User-Anzahl. Ja, wie gesagt, das ist auch eigentlich nur ein Stream zum Entertainen und nicht zum. Aber hier, Vorteil ist schon mit das Handy, ne? Fürs iPhone, ja. Aber nicht für Android. Masia Bitches. Hey, Rainbow Punch Gaming. Es geht. Ob ihr es glaubt oder nicht, irgendwie läuft es gerade. Verrückt. Hätte ich nicht gedacht. Könnt ihr mal kurz, ihr seid doch so furchtbar engagierte junge Männer und Frauen, hätte ich fast gesagt. Könnt ihr mal kurz einen Stream raussuchen, wo das denn so ist, wie ihr das als gut erachtet? Und dann gucke ich mir das gleich an, wenn die Runde vorbei ist. Müsst ihr einfach den Link reinschmeißen mal in den Chat, ist ja scheißegal. Und dann sehe ich das. Ah, sehr cool. Mein kleiner Bruder ist übrigens Rainbow Punch Gaming. Revenge of Panda, okay. Gucke ich mir sofort an, Pete, wenn die Runde hier vorbei ist oder wenn ich die Zeit habe, ja?
Revenge of the Panda. Hihi. Retarded looks, man. Immer diese schönen Sätze, die man liest, um wie sich die nicht mehr. Nightblue? Nutfish, hey Nutfish. Dich habe ich doch auch schon mal hier auf dem Stream gesehen, Mann. So, jetzt bin ich auf einem Stream von Nightblue. So, und wenn ich jetzt was sehen will, wenn ich jetzt was donaten will, wo muss ich dann da klicken? Achso, oben. Folgen, abonnieren, Bits holen. Oder wie oder was? Wo kann ich jetzt was donaten? Mach mal kurz auf meinem Handy den Chat an, damit ich euch noch sehe, wenn ihr was schreibt. So. Ja, nee, das habe ich ausgestellt. Ich habe nur die Bilder. Ich kann auf meinem Desktop und allen anderen Anwendungen machen, was ich will und keiner sieht es. Ist mit Absicht so gemacht. OBS Tutorials schocken. Also ich sehe das nicht, wo ich da jetzt bei ihm was abonnieren kann. Was? E-Girls haben Donate-Buttons immer weit oben. Okay. Ach so, im Feed, im Channel-Feed oder wie? Gott, ich muss mich erst konzentrieren. Ich habe gerade echt das Bedürfnis, diese Runde zu gewinnen. So richtig. Deswegen muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Auf deiner Twitch-Homepage, ja. Also direkt da drauf irgendwo sollte es sein. Ich glaube, ich sollte mir einfach einen Twitch-Account einrichten als Text. Ganz allein von meiner Hardware wäre das kein Problem. Aber keine Ahnung. Vielleicht muss ich einer davon fahren. Bitches, ich bin da für euch, Mann. Böser Zauberer!
Okay. Hoffentlich sieht das keiner. So, kurz mal bei einem Twitch Girlie gucken. Mrs. Sparkling. Kannst du mit einer Donation unterstützen? Ja, wenn du direkt auf den Donate-Button gehst, kommst du direkt dann weiter zu deinem bezahlt, also weiß ich, Streamlabs oder wo auch immer. Ich probiere das gleich mal aus. Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht hinbekomme, oder? Ja, du müsstest halt. Also im Internet genügend gratis Panels für About Me Donation und. Okay. Ich check das gleich mal. Ich muss wie gesagt kurz die Runde, ich kann nicht alles auf einmal machen. So. Mein Team stirbt. Oh, ein schöner Hai. Schöner Hai. Der ist schön dazwischen gegangen. Unser Fitz regelt, man. Mit 18-2. Ich glaube, ich gehe mal lieber Toplane und check mal, was da abgeht. Das Game geht mittlerweile seit 25 fucking Minuten, Alter. Puh. Also die meiste Zeit ist der Stream hier auf allerhöchstens. Also ich habe jetzt vielleicht 10 Stunden gestreamt und von diesen 10 Stunden war so im Durchschnitt allerhöchstens 2 Leute, die den Stream angeguckt haben. Kinder der Sonne, wir sind mittlerweile auf einem Durchschnitt von 8. Wie auch immer ihr das anstellt. Sowas macht mich auf jeden Fall extrem happy. Ah, ich höre meinen Lieblingssound. Oder meinen neuen Lieblingssound. Jemand hat es tatsächlich gewagt zu abonnieren. Wen haben wir denn da? Kadaver Buffet. Moin, willkommen in der Crew. Schön, dass du jetzt mit am Stüssel bist. Oh Gott, ich mach 5 Kreuze, ne? Wisst ihr, was das Tollste ist, wenn man Support spielt? Man kann danach erstmal 3 Runden sicher sein, nicht nochmal Support spielen zu müssen.
Puh, scheiße, ich war da, ey. Oh, das Game ist halt übrigens gleich vorbei, Kinder der Sonne. Wir haben gerade mal eben 4 Leute gekillt, also 4 zu 1, getradet für einen einzigen. Haben Baron und gerade den Inhibitor, Kinder der Sonne. Das heißt, wir haben endlich die fucking Support-Rolle hinter uns. Und ob ihr es glaubt oder nicht, auch noch das Game gewonnen. GG's. So, Game is over. Der Fisser hat das gut gemacht. Da bin ich stolz auf ihn. Es war viel zu oft Killguy gewesen und deshalb mega scheiße gebaut, aber alles cool. Wir sind da nicht so. Kriegt der Mann ein Like für. Oh, Bronze macht Spaß. So, ich bin Support und habe 6-6-14. Ziemlich wenig Assist für so einen Support. Hab auch fast nicht gewordet. Gott sei Dank hat das keiner meiner anderen Dudes gesehen. Puh. So, jetzt wollen wir doch mal schauen, wie wir das hinkriegen. Wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Na, ich meine, nach dem Spiel bist du da aufgestiegen, oder? Achso, nee, 92 AP, Bronze 2. Und wir haben gestartet bei Bronze 5. Und wenn das so weitergeht, ist du eh bald dort, wo du sein wolltest? Ja, ich bezweifle stark, dass ich bis hoch auf Platin als Mitspieler komme, weil ich einfach kein Mitspieler bin. So. Ich bin normalerweise ein ADC. So, nur auf diesem Account und der Account ist auch ein Account, den nicht ich gespielt habe und der ist deswegen auch auf Bronze 5. Und wir machen das jetzt als Eigenexperiment, um zu gucken, ob ich Platin auch erreichen kann, wenn ich nur Mitte und Top spiele. Das gerade war jetzt ein Support-Ausnahmespiel. Sieht man auch an meinem Bild. Ist sehr amüsant. So, Freundschaftsanfrage. Alyoka, nehmen wir mal an, den Fuchs. Achso, der Fizz hat mich eingeladen. Sehr cool. So, Payment Method Active. Hab ich. My Donations. Ach, kiek mal an. This is the URL to your tip page where viewers can send your donations. Copy. Copy. Okay, so und jetzt muss ich wieder zurück auf Twitch gehen. In meinen Kanalfeed. Und den Kanalfeed bearbeiten, richtig? Ich nehme an, dass das so eine, ja, deine. Hat Spaß gemacht, mit dir zu spielen. Gringo, war lustig, war super amüsant, hat Spaß gemacht, keine Frage. Der Stream wird gleich auch erst richtig losgehen, wenn Holly da ist, dann haben wir auch wieder ein bisschen was zum Schnacken. Die Kleine ist nur gerade noch unterwegs. Kommt auf jeden Fall bald. Ich habe immer einen Platz frei fürs nächste Game und der Erste, der mir einen Invite schickt, kriegt immer den Platz. Also jetzt gerade ist der Nächste, der mir einen Invite schickt, mit dem spiele ich das nächste Game. Elo-unabhängig. Na, was heißt Elo-unabhängig? Ich wechsle nicht den Account. Ich spiele nicht auf meinem Main in diesem Channel. ein Gringo, bist du jetzt auch mit am Stüssel? Freu mich. Shot. Ich habe schon wieder den Faden verloren. Achso, ich wollte hier was einfügen. Wie mache ich denn das? Es ist anstrengend. Panels bearbeiten. Panel dazu. Donations. Ich
So, ihr Lieben. Ah, Bild links. So, jetzt habe ich es, glaube ich. Was haben wir denn da? Vielleicht kommt man ja mit jemandem, der mehr XP hat, ein Stück weiter. Reicht, wenn du mich in Silber absetzt. Ja, dude, ich muss jetzt mal gucken. Ich habe noch eine Handvoll Freundschaftsanfragen. Gringo ist mit am Stüssel. Ich habe dir auch eine gesendet. Mich erkennst du sicher leicht. Born 1982. Ich habe den Low-Account genommen. So, wir hatten jetzt, oh Gott, ich hatte irgendwem doch eben schon gesagt, dass ich mit ihm eine Runde spiele. Das warst du, Born, oder? Nein. Achso, okay. Ich spiele erst, wenn Holly mitspielt. Alles klar, super. Dann ist N'Gringo der Gewinner. Ich war mir nur nicht sicher, ob ich dir schon den Vorzug gegeben hatte. Alles cool. Und das wird aber nicht passieren, weil sie, glaube ich, noch überlegt, ob sie das überhaupt spielen möchte. Nein, sie hat ja gesagt, sie spielt schon. Sie spielt schon, sie ist gerade am Tutorial vorbei. Sie wird aber noch nicht eine LOL-Tante, glaub mal. Eine LOL-Tante. Ja, sie wird sicher vor allem Frauen und Skins. So, ich möchte jetzt. Och, das kann doch nicht wahr sein. Moment. Magst du da Echo rausholen? Ich hol Echo wieder raus. Also, ich werde Echo spielen. Das wird lustig. Das will ich haben. So, Bild speichern. Wenn ich gleich fertig bin, müsst ihr alle mal fleißig kurz den Stream neu starten. Um mir zu sagen, ob es läuft, wie es läuft. Okay. So. Absenden. Match ist da. Ich hab's abgesendet, ich warte eigentlich nur drauf, dass was passiert. Irgendwer schreibt mir was, Twitch. Oh. Refresh meinen Stream selber jetzt auch einmal, weil irgendwie aktiviert er das nicht so wirklich oder nicht so, wie ich das haben wollte. Jetzt sehe ich den Button. Borgt! Klick mal drauf, was passiert? Ich klicke selber auch drauf. Wenn das funktioniert, fresse ich einen Besen. Ja, schaut gut aus. Ja, man kann die donaten. Geil, dann werde ich jetzt Milliardär.
Vielleicht schaut es etwas zu auffällig aus, wenn nur ein Donate-Button drauf ist. Das ist so wie, ich möchte einfach nur Geld und fertig. Ja, ich muss das Panel noch bearbeiten. Das ist. Ich werde da meine YouTube-Videos mit reinsetzen. Ja, oder mach ein About Me oder sowas noch dazu. Oder, ja. Ja, das ist eine gute Idee. Das werde ich morgen mal in Angriff nehmen. Weil nur Donation, das ist halt ziemlich eindeutig dann. Tja, ich gebe dir sofort recht. Warte mal. Ich muss jetzt mal überlegen. Okay, I wait. Nächstes Game bin ich auf jeden Fall jetzt safe mit einem Mate in der Runde. Der wartet, der hat jetzt eben auf mich gewartet und ich habe gesehen, er ist in der Runde, also habe ich's mal übersprungen und bin mal nicht beigegangen. Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Donation Settings. Alertbox. Ja, genau. Bin jetzt noch nebenbei auf Streamlabs und ich möchte ganz gerne noch einmal gucken, wie es. Sonst sieht man nicht, wenn jemand donatet, Nee, ehrlich gesagt. das hab ich schon alles eingestellt, aber ich meine da gerade einen Schreibfehler gesehen zu haben. Nee, alles cool. Das läuft alles. Das sollte jetzt funktionieren. Tutti. Ja, der Beistrich, oder hast du das geändert? Welcher Beistrich? So ihr lieben Abstand Beistrich, so ihr lieben Beistrich Abstand. Also ich sehe zumindest so ihr lieben Abstand Beistrich. Ja, hast du recht. Ah, eine neue Cam willst du, okay? Ja, die Cam schockt nicht. Eigentlich wollte ich das als goldene Schachtel Kippen setzen, einfach nur für die LOLs, für 6 € oder was. Weil ich auch überhaupt nicht damit. Ich erwarte hier keine Subs. Das sollen keine Subs eigentlich kommen, das ist ein reiner Freizeitstream. Okay, dann gehe ich wieder. Nein. Nein, da brauchst du dich auf jeden Fall erstmal überhaupt keinen Kopf machen. So, jetzt habe ich es aktualisiert. So, ihr Lieben, komm mal auf Nachfrage und Nachfrage wird groß geschrieben. Gut, Alter. Bin heute schon wieder gut drauf. Ich gebe einfach Holly die Account-Daten, das kann sie alles machen. Puh. Das ist so viel zu tun, so kompliziert. Ich laufe nochmal ganz schnell weg. Ich gehe mal schnell eine rauchen. Die Zeit nehme ich mir, die paar Sekunden. Bis gleich.
Der Stream ist dunkel. Jetzt ist der Stream nicht mehr dunkel. Hallo? Hi. Hallo. So, sorry, der Stream war die ganze Zeit dunkel. Aha. So, bin jetzt wieder im Chat, bin wieder überall drinne, kann ich mich wieder vollkommen in die Materie einfuchsen. So, ihr Lieben, jetzt bin ich wieder da. Holly müsste auch bald kommen. Und keiner von euch hat mir gesagt, dass ich fucking Exhaust dabei habe. Ihr gemein. Das ist noch wegen Lux, oder? Ja. Gott sei Dank habe ich meine Masteries nicht geändert, sonst hätte ich jetzt auch noch Support Masteries. Oh, wir kriegen First Blood. Ärgerliche Nummer. Ich habe einen Weiger in der Mitte. Das wird lustig. Unsere Zuschauer-Lies hauen wieder ab. Seid ihr? Wo seid ihr alle hin, Kinder? Hörst du gerade noch? Ja, hallo? Ja, bist immer noch nicht fertig, oder? Wie fertig? Du hast ja immer noch dasselbe Spiel, oder? Nee. Hatte ich dich auf der Liste? Scheiße. Ich dachte aber, wir spielen zusammen. Ja, natürlich. Ich wollte auch mit dir zusammen spielen. Oh, fuck, Alter. Tut mir super leid. Ich wusste, da war jemand. Ich habe vorhin nochmal nachgefragt. Shit. Ich habe gerade die nächste Runde gestartet. Sorry, Dude. Dann brauchst du noch. Ich beeil mich, ja? Ich mach... Nee, ich brauche nur eine Minutenangabe. Dann würde ich nämlich entscheiden, was für einen Modus ich spiele. Also meine Runde hat jetzt gerade angefangen. Dann spiele ich Aram. Oder nee, warte mal. Aram ist ja viel schneller fertig, oder? Naja. Bin immer, eigentlich immer zuversichtlich. Ich bin doch ein guter Spieler, oder? Was ist mit 3 gegen 3? Ist das Spiel schneller als 5 gegen 5? Gibt es noch All mit? Hier All for One? Den Modus würdest du packen. Aber die Runde hier wird auch schnell vorbei sein. Die schaffe ich nicht zu carryen. Keine Chance. Na, wegen Bremen, oder? Was heißt du denn überhaupt? Es steht 4-0. Marco. Oder meinst du meinen Ingame-Namen? Ingame-Namen. Rest in Peace Zippel, also R.I.P. Zippel. Ah, Pete, mit dir rechne ich auch. Du musst immer da sein. Das hilft alles nichts bei dir. Serious. Nein! Ich hatte meine Ability nicht ready. Nein! Das hättet ihr sehen müssen. Oh, wenn ihr im Stream wärt, hättet ihr es gesehen. Das war eine sehr traurige Nummer. Oh. Dieses Spiel, Mann. 7-2-1 in der vierten Minute. Krass, oder? Unser ADC ist dreimal gestorben und Level 2. Level 2, Kinder der Sonne. Richtig so, Pete. Lol, Schock. Aber es wird ja... Pete ist für mich eine Bank, ja. Ups. Ja,
Ja, probier's mal ruhig aus. Und wenn du hier auf den Teamspeak kommst, dann kannst du mit Holly in Low Elo anfangen. Wenn du selber noch nicht wirklich gespielt hast, das ist sowieso das Coolste an dir, dass du von LoL eigentlich so vom Tuten und Blasen keine Ahnung hast, aber trotzdem mit hier auf dem Stream ist. Das finde ich extrem cool. Ja, das mache ich auch so. Ich täusche vor. Tja, richtig so. Im Moment extrem am Pushen. Pete ist halt cool, wenn ich ja nicht bang bin, gerne dein Geld geben. Ja, kannst du mir denn deine Daten geben? Ich leite all die Donations, die hunderte Donations, die ich kriege, leite ich dir gleich weiter, mein Lieber. Deshalb ist Pete cool. Unter anderem. Steht 9-3. Traurige Nummer, ich hasse es, wenn Spiele so laufen. Der Draven ist 7-2. Der Draven hat 7 Kills. Ich habe 29 Farm. In der 7. Minute. Wenigstens habe ich jetzt. Seitdem du jetzt öfters oder dauernd Echo spielst, machst du mir echt Lust, den. Was mache ich? Na, seitdem du Echo dauernd spielst, denke ich, werde ich den auch zu öfter spielen. Echo ist geil, weil Echo so fucking viel Mobility hat. Das ist halt Aber das ich weiß nicht, Geilste an Echo ist, dass er so unverschämt viel Mobility hat. Das ist es, ich finde es so Aber ich busted weiß und nicht. deswegen spiele ich ihn. Ja, aber weißt du, ob er Toplane noch geht? Also letztes Jahr ging's, aber Ich spiele im Toplane. Ohne Probleme. im Jungle hat man nämlich, glaube ich, auch eine Zeit lang gespielt. Ja, Jungle war kurze Zeit sogar Meta für ihn, aber das kannst du mittlerweile knicken. Also Jungle würde ich ihn wahrscheinlich nicht mehr. Mit Electroloot vielleicht. Die Sache ist, ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich mir den Twitch-Account gemacht habe, aber ich heiße nicht Pete und kenne keinen Pete, also habe ich keinen Schimmer, warum ich mich so genannt habe vor Jahren. Es ist nun mal so. Ist doch cool. Pidi, Mann. Du bleibst für mich immer Pi. Das ändert sich jetzt nicht mehr. Au, 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 au. Mir fehlt mein Ignite.
Kein Exhaust. Kein Ignite, nur Exhaust. Er wird tot. This game is over. Naja, ich habe wenigstens das Support-Game gewonnen. Also ich kann mich eigentlich überhaupt nicht beschweren. Wir haben 3, 4, 5, 6 Kills und ich war in 5 Kills involviert. Und 3 davon habe ich selber gemacht. Sehr geil. Ja, meine Runde ist gleich auch vorbei. Naja, wenn wir zu 15 sind, können wir auch alle eine Runde zusammenspielen. Ich kann mal gucken, ob wir gleich auf 5 Leute kommen. Weil ich habe auf jeden Fall jetzt 2 Leute, die mitspielen wollen. Das ist ja gar nicht der Eisenbahn, oder? Von Sion, das geht. Da heißt du nur so. Ja. Mecha, Sion. Mecha, bist du noch im Stream? Wen magst du? Mich? Alle. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer im Stream ist und wer nicht. Ja, ich bin da. Ich sehe ständig, dass du in der Bild bist. Ja, das ist eine traurige Performance gerade. Aber was wird's machen? Aber Draven, es ist einfach. Ich finde das auch manchmal wichtig. Das ist auch Leute, die halt von irgendwo kommen und die helfen dann ihren Freunden im Bronze-Bereich. Ja. Die marschieren so durch. Keiner hält sie auf. Kann nichts machen. Er würde mittlerweile sogar locker einen Penta schaffen mit 16-3. 16-3. Ein Quadra hat er. Ich gebe ihm das. Ich komme. Schnell. Du bist ein netter Typ. Du bist noch aus. Ja, alles klar, Pete. Hau rein. Dann bis in eine Viertelstunde. Okay.
Traurige Nummer. Das war kein schönes Spiel. So, muss jetzt auf Forge. Und wen muss ich noch anschreiben? Einen muss ich noch anschreiben, warte. War das Fujitora? Nein, Rivers of Serenity? Wer wartete jetzt? Einer von euch wartete noch, oder? Nein, ich nicht, aber der andere im TS. Fujitora, ne? Ja. Ja. Ich stehe gerade 30 zu 16 und ich glaube, die surrendern gleich. Okay. Bei Solo Duo kann man nur Solo oder Duo, ne? Sagt halt schon das Ding. Jetzt muss ich mir noch einen Lebenslauf dazu schustern, ne? Oh, ja. Ach Quatsch, das sind 4 Stunden Geburtstag, Gringo. Ja, dann ab in eine Falle mit dir, mein Lieber. Hau rein. Machen wir kurz die Beute auf. Durch so viele Esse habe ich so viele scheiß Keys mittlerweile. Kann man nicht irgendwas verschenken? Kann auch jemand Skins schenken, oder? Die ich nicht benutze. Oh. Ja, wenn du genügend RP hast, schon. Achso, man muss mit RP Skins kaufen und kann sie dann verschenken, oder wie? Ja, oder wenn du selbst genügend RP hast, kannst jo, du ich einen, bin fertig. Einen Skin Bock. Weiter schenken. Born 1982 war das, oder? Nein. Ich weiß nicht, wie... Moment. Wer ist, wie heißt du, Fujitora in LoL? Ja, ja. Nee, ich heiße nicht, ich heiße Quartagenio. Achso, dann ist das er. Oder wollen wir einen Aram spielen? Habt ihr Bock auf einen Aram? Ich hätte tatsächlich Bock auf einen Aram, einfach nur so für nebenbei. Ich warte eigentlich auf Holly.
Wie heißt du denn? Thomas. Wie? Thomas. Ne, in-game meint er wahrscheinlich. Oh. So, born 1982. Born? Ja, B-O-R-N 1982. Das hab ich geendet. Bist du von 82 oder was? Ja. Nee, Mann. Also ist kein Fake-Name. Kein Fake. Ich kann sie ja nochmal anschreiben, was jetzt mit ihr ist. Bist du, oder? Ja. Ich hätte dich auf 18, 19 geschätzt, muss ich sagen. Ja. Kommt drauf an. Nein, wäre ich auch nicht mehr gern, um ehrlich zu sein. Was? 18, 19. Warum? Ja, das war keine coole Zeit für mich. So. So, wie sieht's aus? Ich bin ready. Ja, dann habe ich dich schon bei. Herr Born hat mich und Trip Zippel hat mich. Wie heißt du denn? Quarter Genio? Ja. Okay, cool. Ah, ich dachte Aram, nee, kein Ranked Spiel. Ja. Warte mal. Aram wäre eigentlich ganz geil. Aber ihr könnt auch zu dritt spielen, dann schaue ich halt zu. Wie zu dritt. Da geht Flex, geht ja auch zu dritt, oder? Wir sind nur drei. Oh. Oder zwei. Willst du doch nicht spielen? Hä? So. Ich lade jetzt einfach mal alle ein. Oh, ich glaube, Dings ist sauer. Ja. Denkst du, der eben drinne war? Weil er jetzt auf Mr. Forge. Weil er jetzt auf einmal weg ist. Kannst du jetzt bei LOL oder wie kann ich dich geben? Ja, warte, ich geh, mach das kurz. Ja, oder ich. Ist der Alkohol gut auf der Map? Will den jemand haben? So. Wen hast du? Ja. Ich will Talon. Ich nehme Ezreal, wenn ich darf. Wen zockst du denn? Ah, Wukong. Nee, den will ich nicht spielen. Würfel okay. Mal. Ja, den ja will Echo. Ich. Ich kann nicht mehr traden. Echo! Ja. Jetzt habe ich Echo im fucking Aram. Mega gut. Das wird richtig lustig. Ja, Mumu zock ich gerne. Boah, ich hab Lulu. Nice. Ey, das wird richtig lustig. Holly macht sich gerade was zu essen und ist dann da. Lulu hat eine gute, oder? Was? Lulu hat eine Darkness der MP, oder? Mit dem Game Modus. Ja. Um mal nochmal kurz was zu trinken. So.
kann man den so lang laden, ey? Das ist so eine kleine Map. Ja, ist voll krass, ist oder? Ist mein Handy sogar schneller. Drei EDCs im gegnerischen Team, nicht schlecht. Talon macht erstmal kaputt. Kann ich ja nicht. Nur nie gespielt. Ah, deine Ulti ist ziemlich cool. Talon? Ups. Ach ja. Das wird eine geile Runde, glaub mal. Ich glaube. Wir kommen zurück, Pete. Mann, so viel Damage. Halt eine Sona, ne? Eine Sona ist im Arum immer schon ziemlich. Ja.
gleich Level 6, ihr Lieben. Level 6. Leider kein Mana. Ja, Piet, freue mich auf jeden Fall, dass du wieder da bist. Warst du essen oder was hattest du gemacht? Ja. Ich hab gleich wieder Ulti. Hab Ulti. Ich hab einfach nur keiner vergeht. Ja, ist doch gut. Ich hab nur Assists gekriegt. Ich hab 3600 Gold. Nice. So. Ich sollte auch mal mehr. Was für eine komische Ulti das gerade war. Du brauchst nur Ulti, wenn wir in Fight gehen. Ich will sterben. Das sind wir doch gemacht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Got you, bro. Sehr schön. Ja, ich wurde gebabbelt. Tja, Fortnite ist ein spaßiges Spiel, mein Lieber. Nee, Heavy Bullet ist wieder da und sagt, er hat eine Runde gespielt. Direkt. Rage quittet. Tja, musst du lieber... Alle tot? Ja. Schöne coole Ulti. Ja, gut. Ja, aber nicht auf mich, das hat keinen Sinn. Heb sie dir auf.
Siehst du? Holly fragt, ob jemand im TS ist. TS? Ja, Holly, ich warte nur drauf, du musst ja immer mit dir zu kommen. Attack! Okay. Hat einer von euch gesehen, wie Ezreal gerade verschwunden ist? Nicht Ez, sondern Dings. Wer war das? Vayne war das, glaube ich. Ist einfach richtig instant gepoppt, weil wir alle raufgeprockt haben. Mega lustig. Lauf hier einfach nur so Legs, macht euch keinen Kopf. Schade. Die haben uns geaced. Jetzt wird's spannend. Nein. Der Ezreal hat mittlerweile 8 Kills. Das ist ganz easy. Ich mal ein Main EDC so gar nicht, aber ich spiele ihn halt gerne. Ich finde ihn cool. Okay. Was hast du? Jawohl, hab ich gesagt. Haha. Haha, super. Wie dumm sie ist. Sagte er und läuft in ihre Falle. Ja, ich glaube, das ist das. Gut, Entschuldigung. Okay. Sie hat nicht gereicht. Schade, aber es waren nur 10 oder 15 HP, die gefehlt haben. Genau, Piet, richtig so. Sonst musst du dich gleich von Holly in aller Seelenruhe anleiten lassen, die ist in 5 Minuten da jetzt. Wie lange hast du morgen Schule, Piet? Bist du lange unterwegs?
konnte kein Ulti drücken. Ey, Yahilo, was geben? Ja, trau dich hinterher, du Fuchs. Streams auch gerade, habe ich gerade eben den Ticker gesehen. Ich bin im League of Legends TS. Muss für ein bisschen. Ich glaube Raum 2 oder 3 irgendwie. Bin ganz schön oft gestorben, aber ist auch ein Aram, oder? Da gehört Sterben ja irgendwie zum guten Ton. Jetzt wollen wir nochmal versuchen, ein paar Kills zu machen. Komm schon, Mann. Lass mir doch mal wenigstens ein paar Kills. Ist das so schwer? Hier. Bis 14:45 und dann muss ich noch nach Hause fahren. Hast du einen langen Weg vor dir, oder? Okay, das war's. Hoffentlich. Nein, ich will noch positive KD. Ich muss einen Kill noch machen. Mach einen. Sah auf jeden Fall lustig aus. Ich habe damit eigentlich schon abgeschlossen. 3,5 Kilometer mit dem Fahrrad, das geht noch. Frag mal nicht nach meinem Schulweg damals. Och, komm schon, Mann. Eins A Flash von mir. Ja? Ja, das war sehr geil. Wir haben uns geaced. Und wir haben noch 5 Sekunden. Zippel? Ja, ja, hello. Was gibt's? Ich bin im TS, im League of Legends Raum, Mann. Ich bin mit Zuschauern mit dem Teamspeak. Du musst LOL Raum. Hast du nicht gesehen? Kann das mal einer? Ja, hello, Digga. Kann mal einer von euch im Twitch-Chat schreiben, dass es gerade nicht geht mit dem Move? Das, weil ich hier mit anderen Leuten im Teamspeak bin. Er soll hoch, er soll runterkommen zu mir. Was? Meine E gehabt? Nein, weil du weil der Kill genau durchgegangen ist. Ja, ich hab keine E gehabt, keine E. Also, siehst du im Stream. Ja, ich hab E gespammt, aber es ging nicht. So, muss mal kurz gucken. Ich weiß nicht, wo er im Teamspeak sein soll. Ich sehe ihn nicht.
Ich kann ihn nicht sehen. Kann leider nicht zu ihm rein. So, ich habe ihm jetzt einfach mal bei Twitch geschrieben. Mehr kann ich auch nicht tun. Hallo! Hi, Kirk. Ich bin da! Ich bin der von gestern. Ah, ja moin! Was geht, Holly? Endlich mal geschafft, wa? Doch mal Zeit! Ja. Ah, ja, ich bin schon da. Wie war dein Tag? Wie geht's? Sehr schön! Alles super! Bei dir so? Ja. Mhm. Sorry. Oh Gott, war das Schaden. Ich bin sofort umgekippt. Ja, wir spielen gerade in Aram. Ich wollte gerade ein bisschen Ruhe haben und deswegen gleich geht's weiter. Mhm. Der Pidi sagt auch hi. Moin. Und dein Bruder ist da, das ist auch schön. Ja. Ich habe jetzt einen Donation-Button. Die Leute können jetzt anfangen, mir Millionen von Euro zu spenden. Machst du noch richtig Cash mit? Das wird heftig. Mhm. Auf jeden Fall. Ach ja. Gleich werde ich nochmal ganz in Ruhe eine rauchen gehen, 5 Minuten nicht am Stream sein und danach spiele ich noch einen Ranked. Ja. Macht halt nicht so lange. Nee, bis 10. Zu irgendwem. Wir waren alle da. Springst du da rein? Nee. Ich bin jetzt immer reingesprungen, weil ich getrollt habe. Jetzt wollen wir ja mal kurz. Ja. Brauchst du nicht wasten. Naja, ich habe tatsächlich nur PayPal hinzugefügt. Ja. Können die Leute doch nicht spenden. Ulti, ja. Ja, klar. Jetzt schafft er. Ich konnte nicht ulten. Es wäre alles cool gewesen, hätte ich Ulti machen können. Hey. Schade, Schokolade. Oh, River of Serenity ist da, Nutfish ist da. Schöne Leute wieder.
die Aktiven, die auch mal was im Chat hauen. Irgendwer wartet auch die ganze Zeit, ich weiß nicht mehr wer, aber irgendwer wartet die ganze Zeit auf dich, weil er mit dir zusammenzocken will. Mit mir? Ja, ich glaube. Ja. Der wartet. Okay. Ja gut, jetzt bin ich da, aber ich bin nicht scheiße und zocken. Noch. Ich muss mich erstmal hochspielen. Autsch. Die haben einfach zu krasse Heals, ne? Ja, packen wir mal schon. Irgendwie. Der Uchi ist gleich ready. Und wer wollen die haben? Ah, gibt's. Ich hab selber. Jetzt? Ich mach den. Wollen wir? Alles oder nicht? Warte, nicht rein, nicht rein, nicht rein! Ich mach den Tower instant, okay? Und los. Und los, los! Noch hat's keiner gecheckt, noch hat's keiner gecheckt! Boah, rennen alle mir hinterher, was soll das? Ich weiß nicht, wer schnell. Oh, wir verloren. ADC, stirbt. Ach Quatsch! Ach Quatsch! Ich hab gedacht, wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh, ärgerlich. Ja, mit den zwei Heals halt, das ist halt heftig. Ach du meine Güte. Ich bin sofort wieder da, ihr Lieben. Bis gleich. Mhm. Bis gleich, ich mach keine Miese. Holly, bist du noch da? Ja. Wieso so still heute? Ich esse nebenbei noch. Das ist nicht erlaubt. Ich? Okay. Beeil mich auch. Spaß. Nee, ich bin eh gleich fertig. Sorry, dann bin ich wieder vollkommen schlechter. Wenn ich spiele, bin ich nicht, spreche eigentlich so gut wie selten. Ja, bin ich. Verzeih mir bitte. Alles gut. Ich kann das nicht, was Frauen können.
spielen, können, rechtzeitig spielen, reden, telefonieren und nebenbei, keine Ahnung, noch lesen gleichzeitig. Ich muss tatsächlich nebenbei noch Hausaufgaben machen, also. Okay. Ja. Zugucken, Hausaufgaben reden. Hausaufgaben oder. Okay. Ja, Hausaufgaben. Ich gehe noch zur Schule. Oh. Ich. Okay. Das ist eine Überraschung? Nein. Nein, Spaß. Und was möchtest du mal, oder was machst du, möchtest du danach machen, wenn ich fragen darf? Weiß ich tatsächlich noch überhaupt nicht. Ich habe gar keinen Plan. Entweder Studium oder Ausbildung, aber was genau, kein Plan. Da ist noch alles offen. Alles offen? Ja. Ich habe ja noch ein bisschen Klasse Zeit. War denn in Deutschland? Ich vergleiche das schon immer mit Österreich. Bei uns gibt es halt vier Jahre Unterstufe und vier oder fünf Jahre Oberstufe, das heißt bis 18 oder 19, dann hat man Abitur. Aber in Deutschland ist es irgendwie mit 11., 12., 13. Klasse. Oder wie ja, ist das? Genau. Genau, also ich bin jetzt theoretisch in der 11. Klasse. Okay. Ja. Ah, bist du Österreicher? Ja. Ah. Genau, da warst du ja noch nicht da, wie ich komme aus Wien. Ah. Das hört man vielleicht auch, dass ich nicht Deutsch rede. Also nicht Deutsch rede. Ja, so ein bisschen. Ah, cool. Aber ja. Ich habe nie Dialekt gelernt. Also ich bin nicht so erzogen drum. Aber ich weiß von deutschen Freunden, dass man sehr wohl raushört, ob jemand halt aus Deutschland ist oder aus Österreich. Ja, ein bisschen hört man es schon, das stimmt wohl. Aber ich kenne Österreicher, die schlimmer sprechen, also. Okay. Das geht schon. Sehr schön. Und das heißt, das ist bald Sommerferien, oder? Ja, ein paar Monate sind es leider noch. Und dann hängst du nur mit Marc ab. Martin oder ja. Marc? Marc, oder? Marco. Ah, Marco. Ja, muss ich mal gucken. Also, vielleicht fahre ich nach Spanien oder so. Wow, wahrscheinlich, cool. Hoffentlich. Ja. Wahrscheinlich, hoffentlich. Ja, das ist noch nicht ganz. Steht noch nicht ganz fest. Ganz alleine nach Spanien? Nee, mit einer Freundin. Ach, okay. Und deren Familie, also alle die sie. Und dann in der Sonne liegen und braun werden, oder? Ja, ausnahmsweise mal. Oder mehr kultureller Urlaub? Wahrscheinlich eher in der Sonne liegen und wandern gehen, ganz okay. Viel wandern. Und wo in Spanien? Also ich kenne nur mehr so wie heißt das? Marbella, also mehr so Südspanien und dann im Osten Barcelona, das sind die einzigen Orte. Ja, es ist mehr so gegen Barcelona tatsächlich. Wieder. Ich meine wieder. Ich kenne nur Freunde hier, also Studentinnen, so zwischen 25 und Ding, immer Barcelona, ich höre das so oft, Barcelona. Barcelona, Baby. Aber da war ich schon, ich war damals mit meiner Ex-Frau, war ich 2013, war das, glaube ich, ja, war ich zum letzten Mal. Und diese Stadt ist halt voll von jungen Leuten. Ich weiß gar nicht, ob da jemand älter ist als 50 in der Stadt. Okay. Aber ja, ist eine ziemlich lebendige Stadt, darum wahrscheinlich machen die meisten dort Urlaub. Ja. So, ich bin mal gespannt, wie das wird. So, ist er da? So, ja, ja, ja. Sehr schön. Oder du nimmst Marco mit. Hat aber tatsächlich überlegt. Wir reden gerade über Barcelona. Barcelona. Was wollt ihr denn in Barcelona? Ich mach da vielleicht Urlaub in der Gegend. Hab ich doch erzählt. Oh. Stimmt. Ich vergaß. Das kannst du doch nicht vergessen.
höre deine Mami meckern. Was? Ich höre deine Mami meckern. Gerade nach Hause gekommen. Jetzt muss erstmal gemeckert werden. Ach ja. So, ihr Lieben. Ich bin jetzt gerade mit Sparrow on Weed. Genau, du willst einfach nicht mehr mit irgendwelchen Noob-Leuten spielen. Ah, nee, Nutfish ist das. Ah. Was geht, Nutfish? Ah, alles klar. Der guckt die ganze Zeit zu. Ja, willst du auch in Teamspeak, mein Lieber, meine Liebe, mein Liebes, ich weiß es nicht. Ich bin doch, so, neben der Spur. Wie heißt dein Account, Holly, wenn ich fragen darf? Also dein Ingame-Name, oder ist der geheim? Nö, ist er nicht, also einfach auch Holly und dann 4711. Das klingt nach einer Postleitzahl, aber nach einer österreichischen, weil Deutschland sind sie, glaube ich, fünfstellig. Das ist einfach nur irgendeine Zahlenkombi. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich das genommen habe. 4711. Ja. Nein, Deutschland ist fünfstellig, oder? Die Postleitzahlen. Ja. Pete hat sich mittlerweile auch LOL runtergeladen, wir haben ihn angesteckt. Offiziell. Ach, ja, morgen nach der Schule geht's los. Ah, ist klar. Ja, zwei Anfänger, sehr schön. Ja, ich zähle mich auch dazu. Achso, ja gut. Ich täusche vor. Ja, warum nicht? Es geht ja um Spaß, wie ich gestern gesagt habe. Ja, ist ja so. Okay, ich hab dir den Dings geschickt, also falls ihr in Born 1982 dir seltsam vorkommt, das bin ich. Okay. Ja, muss ich mal gucken. Vielleicht spiele ich ja morgen oder so noch. Mal gucken. Ja, morgen bin ich auf jeden Fall raus, morgen bin ich arbeiten. Also wird es von mir morgen keinen Stream geben, ihr Lieben. Oh, nein! Ja, der erste Tag, an dem ich nicht streame, seit ich angefangen habe zu streamen. Wie kannst du nur? Ja, aber ich würde mich morgen mal um meine Pedals hier unten mit kümmern. Ui. Und ein bisschen Lebenslauf und sowas einfügen. Ja. Können ja trotzdem noch schreiben. Aha. Ich glaube, ich hole mir noch mal was zu naschen. Mach das. Schon wieder weg. Ich wollte eigentlich auch weg. Ich werde hier allein gelassen. Geht ja gar nicht. Ja, du bist zu spät gekommen. Ja, tut mir leid. Ich saß im Stau fest. Im Stau? Ja, ich war ja noch in Kiel heute. Immer die Autos, das Problem der Autos. Ja, schlimm. Gibt's eigentlich in Deutschland noch, es war damals diese Geschwindigkeits-, also gibt's auf manchen Stellen kann man noch immer, glaube ich, 180, 200 fahren, oder ist das schon abgehoben? Ich meine, das ist noch so. Weiß das gar nicht. Okay. Noch habe ich meinen Führerschein, nicht machen muss ich das nicht wissen. Ja, so, okay, dann. Aber ich glaube, das ist noch so. Also das ist das einzige Land noch, wo das, ich weiß nicht genau, europaweit, wo man das noch darf. Ja, genau, Richtgeschwindigkeit heißt nicht. Ja, genau. Ja, Richtgeschwindigkeit gibt's, das stimmt schon. Aber wenn man in Österreich 170, 180 Hallo steht, dann... Autsch. Komm zurück. An Strafe. Ja. Nee, also Richtgeschwindigkeit gibt's schon, aber keine... Begrenzung irgendwie. Da hat man eh manchmal gemerkt, an manchen Autobahnen, wenn man selber schon 100, keine Ahnung, 160 fährt und dann
kommt hinten sein Porsche oder weiß ich, Ferrari und dann kommt man sich extrem langsam vor. Und natürlich fährt man dann nach rechts und er zischt vorbei. Ja. Ja. Also selber schon so schnell, aber eigentlich nicht langsam. Ja, ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, ne? Aber es macht eh Sinn, weil halt von den Strecken und das Land ist ja auch nicht gern. Damit man halt schneller vorankommt. Ja, klar. Das ist schon gut so. Bist du öfter in Deutschland? Nein, ich war das. Ich war jetzt schon länger ein paar Jahren, war ich das letzte Mal eigentlich. Oh, das ist schon lange her. 2012. So, dann wollen wir mal. Das ist wirklich sehr lange her. Ja, in Berlin das letzte Mal. Mhm. Da verschlägt's mich am 5. wieder hin nach Berlin. Aha. Ton wieder? Mhm. Schwester feiert. Oh. Geburtstag oder? Ja, 30. 30 für dich schon. Stimmt. Boah, so alt. Ja, was soll ich da groß sagen? Alles viel zu alt hier. Lauter alte Säcke. Ja. Deutsch, oder? Säcke, zack. Säcke. Ja, okay. Ich denke den Altersdurchschnitt dezent. Was tun eigentlich die Menschen, die über 50 sind? Wir sind echt schon arm. Ja, ich weiß nicht, also viele über 50-Jährige sind ja sehr reich, also. Okay. Okay. Wäre ja, in Bayern wahrscheinlich, oder? Ah, Bayern. Würdest du einen Sugar Daddy suchen? Nee, das ist nicht mein Ziel, das ist Sarah. Aber viele Streamerinnen, die man so auf Twitch sieht, stehen immer NRW, Nordrhein-Westfalen. Ja. Also muss das was auf sich haben. Weiß ich nicht. Flash ist raus. Kenn ich mich jetzt nicht so aus. Ich bin ja eigentlich fast gar nicht auf Twitch tatsächlich. Nur wegen Mia. Haha. Ja, deinetwegen und wegen Gronkh. Gronkh. Manchmal. Ja, Gronkh ist beste. Tschu Papi. Hey. Niemand hält mich klar. Ich dachte nur wegen ihm. Naja. Ja, das ist schon ganz schön enttäuschend. Ja, ich weiß. Das ist unverzeihlich. Ja, schon ganz schön krass. Ich ärger. Na, das kostet dich das Spiel wahrscheinlich. Spiel ich halt alleine. Ja, wie bannt man auf Twitch und im Teamspeak? Also ich weiß nicht, ob du das wirklich willst, immerhin nimmst dir damit quasi selber die größte Unterhaltung weg. Das stimmt, ich meine, ja, nicht. Ich bin ja hier quasi diejenige, die das Ganze irgendwie am Laufen hält. Ja. Ja. Na klar. Ich hab mein großes Lego wieder mitgebracht. Du wirst ja erst einen ganzen Tag weg sein und mich hier alleine lassen und dann. Große Schnauze. Das sind mir ja die Liebsten. Ich bin ganz lieb. Ich glaube, ich werde jetzt gleich ein Kaffee machen. Ja, mach das. Was will ich machen? Was ist das zu essen? Kaffeesüchtig. Du auch? Ja. Oh, alle kaffeesüchtig. Was ist denn los hier? So, stimmt. Kaffee. Muss man sich echt angewöhnen. Ja, Kaffee ist ein kleines Örtchen, wo man Kaffee trinken kann, aber... Kaffee, ja. Autsch. Die Betonung macht aus. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Es wird dann auch unterschiedlich geschrieben.
Ach so, du meinst Kaffee. Ja, mit C, Kaffee. Ja. Oh. Und mit E, Apostroph. Meine Güte. Voll kompliziert, ich weiß. Ich sag nicht, dass irgendwas dazwischen. Nein, du hast eher Ehre. Naja. Ich kenn irgendwie nur kaffeesüchtige Leute, ich weiß auch nicht, was los ist. Auf Twitch kannst du beim Chat Mod Symbole anmachen und draufklicken und mit. Was? Pete, der ist auf meiner Seite. Und der hat mir gerade erklärt, wie ich banne. Auf Twitch. Achso. Ja gut, dann. Ah, überleg's dir gut. Und trotzdem kann ich dir ja immer noch auf YouTube zugucken, also. Fuck! Stimmt, aber was. Oder ihn persönlich besuchen, das ist noch alle besser. Ja, das ist tatsächlich noch eine kleine Nummer einfacher. Aber da muss ich erst mit der Bahn hinfahren, das dauert dann wieder eine Stunde und dann komme ich zu spät und dann verpasse ich alles. Es sei denn, du verbahnst sie in den Raum. Ich werde eingesperrt. Ja. Alles klar. Warum hat mich hier denn keiner lieb? Doch, wir haben nicht alle lieb. Weil heute. Und was ist da so besonders dran? Ah, dann. Also, dann kann ich das natürlich verstehen. Gut, dann habe ich es wohl verdient. Verstehe schon. Ich kann auch einfach jetzt gehen, das würde es uns allen erleichtern. Ach, Schmarrn. Ich weiß. Dun, 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 dun. Da gibt es ja so ein T-Shirt, das hat es früher gegeben. Ohne dich ist alles doof und das würde mir passen. Oder so. Ah. So mit. Also ich meine, würde das auch nicht funktionieren. Siehst du, Marco? Er hat recht. Nein, das ist, was Marco eigentlich gesagt hat. Hä? Wie er nicht dauert, so wie du in der Form. Sehr wichtig bist. Hä? Hab ich was verpasst? Das merke ich mir. Nein, gar nicht. Alles gut. Ja, du hast ja mehrmals gesagt, wann sie kommt. Und andere haben gefragt. Ja. Ich bin wichtig. Ja. Und jetzt, wo du da bist, ist sein uninteressant. Nein. Ja. Oh. Weißt du, da denkt man mal so, ja, voll und super, und dann hat er wieder sowas drauf, ich gar nicht. Ja, Sarkasmus ist mein dritter Vorname. Mhm. Wow. Merkt man. Ich mag Sarkasmus. Ja, Sarkasmus ist toll. Nicht viel gegen einzuwenden. Nein, nicht. Wow. Manche nehmen es so ernst, dass ich beleidigt bin. Ja, ach. Hey, die Leute haben dann keinen Humor. Dass das Fitzchen Damage gerade ausgereicht hat, ne? Kriegst du die Scheißtür nicht zu. Hey. Dun. Und wie lange habt ihr noch? Ist das noch 8 Wochen, 9 Wochen und dann noch mehr frei? Oder ist das noch 8 Wochen? Wie lange ist denn das? Was ist das denn? Ich weiß nicht genau. Schon ein bisschen groß. Sieh mal die große Vorbe. Ja, auf dem Kalender schon mal die ganzen Tage ankreuzen, bis es soweit ist. Ja. Ah, ist schon schön. Spätestens eine Woche vorher wird es dann doof, weil dann keiner mehr Bock hat. Ja, dann macht mir nichts mehr. Die Klassen bleiben von der Tür aus. Ja. Ja, das auch. Ja. Nein, in den letzten zwei Wochen kann ich mir sehen, dass ich das Teil mit dem Feuer war immer. Aber so, dass man schon so schön immer irgendwelche, keine Ahnung, entweder sind nicht mehr gesehen oder gar nichts mehr gemacht. Ja, das war
Ja. Und dann gibt es so diese zwei, drei Leute, die am Ende des She's Schuljahres nochmal back. richtig reinhauen müssen und noch irgendwelche Referate machen Heavy oder so. Bullet hat die ganze Zeit auf dich gewartet. Ja, ich bin wieder da. So, warte mal. Ja, von der Ewigkeit wieder da. Jetzt gar nicht gemerkt, war er selber nicht da. Wahrscheinlich hat er gar nicht geguckt, weil du ja nicht da warst. Man kann mich doch hören. Na jetzt. Sympathische Stimme und so. You know. So, Schleswig-Holstein. Am 9.7. fangen sie an, die Sommerferien. Okay. Das ist noch ein bisschen hin, müssen wir gleich mal Kommentar eintragen. Ich glaube, ich esse noch eine Handvoll Chips. Noch ein paar Schularbeiten oder wie das heißt. Hausaufgaben, ja. Also ich meine die halt als Hausaufgaben, also wo man sie dann genotet bekommt. Dann sind's Referate oder so. Genau. Also halt am Ende des Frühjahrs, um seine Note noch mal so ein bisschen zu retten, gibt's das dann manchmal. Aha, okay, da hat sich echt einiges verändert. Ja, das ist auch, also das machen eigentlich auch nur diejenigen, die so wirklich schlecht sind und sonst durchfallen würden. Also, ja, das passiert nicht oft. Wie ist denn das in Österreich so? Ist das da irgendwie schulsystemmäßig anders? Ja, ich weiß nicht, bei mir ist es fast 20 Jahre her. Und da, also ich weiß nur, dass es besser geworden ist. Manche Schulen geben teilweise gar keine Noten mehr, also die achten mehr auf, also es ist lockerer nach dem Sinne von, man fördert halt, mehr das Talent oder mehr die Richtung und ist nicht so stur und man muss so quasi zwingend alle Fächer machen und darum habe ich eigentlich schon vor Jahren gesagt, die nordischen Schulen, so wie in Finnland oder die haben ein Klassenschulsystem, die achten eben mehr auf den persönlichen Ziel halt, wenn einer mehr begabt ist für Wissenschaften oder für was. Und das finde ich auch, das ist richtig, also die richtige Ausbildung. Wenn das ja, eigentlich schon ist. Im Endeffekt das Abitur, also damals, oder haben die Leute einen das einfach auswendig gelernt und Wochen da, also ein paar Wochen später hat man nicht, also weniger als die Hälfte nur noch gewusst und oder überhaupt nichts mehr. Man hat ja nur halt gelernt und das war's, und nicht mal die Note bekommt oder das Zeugnis, und das kann ja nicht aus, also ich sag mal, das ist ja nicht im Sinne fürs Leben. Ja. Ja, das ist aber heute, also ich finde das einfach schon auch immer noch so an den meisten. Wer ist der gegangen? Alle noch da? Ja, ich bin da. Achso. Ich glaube, der Pirate. Ach stimmt, da war noch einer, ne? Ich bin in einen anderen Raum gegangen. Ja. Hatte keine Lust mehr, mit uns von Reden zuzuhören, geht ja gar nicht. Ja, sorry, dass ich so über ernste Themen spreche. Vielleicht sollte ich mich einfach antrinken und nur noch in den Blödsinn erzählen. Ich verfolge eure Themen gerade gar nicht so richtig. Ja, du bist sehr konzentriert aufs Spiel, ne? Merkt man, wa? Ist eh nicht so interessant, was wir reden. Schule, wir müssen nicht reden. Eigentlich will man als Schüler ja nicht über Spiele reden, aber... Ja. Wenn es darum geht, das Spiel scheiße ist, dann gerne. Oder schlafen. Ja, das auch. Das ist sowieso immer noch das Einzige, was mich betreibt. Oder Kinder. Ja, das ist schon. Ja, okay, ein bisschen sinnvoll schon, aber
diese Sachen im Leben. Na. Der erste Freund, die erste Freundin, du meinst bitte. Das erste Mal schnackseln. Ja. Schnackseln. Das hat man in Deutschland auch. Ich dachte, das gibt's in Österreich. Oder kommt das aus Bayern? Marco ist eigentlich so ziemlich gefühlt der Einzige, der das so sagt. Ja, das kommt bei uns auch hoch. So, in meinem Bekannten ist das ja noch bei weniger Leute. Also, ich bin mir jetzt egal. Auch schön, ja. Mhm. Ja, nein, egal. Themenwechsel. Themenwechsel? Ach, jetzt hörst du auf und hörst mal zu. Immer. Wieder typisch. Nein. Immer wieder typisch. Das ist ja bei Twitch so, oder? Mit dem Thema muss man ja aufpassen. Achso, werden wir sonst entmonetarisiert oder so? Oder wie das heißt? Nein, gibt's nicht. Ich werde mir keinen Zimmer noch. Ich glaube, hier reden, das ist. Ja, manche Sachen darfst du, manche nicht. Weiß es nicht. Aber über Sex reden will ich, darf ich nicht. Wieso sollte man das auch nicht dürfen? Das ist zum Teil wirklich verpönt. Hat er schon recht. Ja, ist so, ne? Man traut sich das ja auch nicht mal. Wobei, man muss sagen, wir haben minderjährige Zuhörer, inklusive ich, also... Ja, minderjährig mit 21. Du kennst. Mhm. Auf jeden Fall. In, aber, nee, warte mal. 21, ja. Ja, nein. Also in Deutschland ist man doch mit 18, volljährig, oder? Ja, das stimmt schon. Und habt ihr das höher geschraubt auf 21? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das ist immer noch 18, alles gut. Nee, aber hier, Piet ist doch irgendwie. Piet, wie alt bist du? 16? 17? 15? Ich schätze ja 16. Piti? Ja, genau. Oh, 15, 16 ist er sicher. Ja. Ich wette, mein Skin 17. Dein was? Dein Skin? Ja, ich weiß nicht. Mindestens nicht mehr. Ach ja, 15, 16. Die guten alten Zeiten. Das war geil. Damals. Wobei, nee, warte mal, mit 15 darfst du noch kein Alkohol trinken. Das war scheiße. Aber es ignoriert doch sowieso fast jeder. Ja, schon. Aber wenn meine Eltern sind da sehr, haben da sehr aufgepasst, dass ich da nicht wirklich drauf habe oder so. Jetzt hab ich das. Ich bin total vernünftig. Ah, 16 ist er. Ja. Ha, hab ich nicht verraten. Okay, ich hole jeder. Ja. Oh, Moment mal. Hallo. Na, lieber. Ich habe damit mit Maske und mit. Ah, das ist mal schön unbekannterweise. Und bring bitte deinen Teller noch runter. Grüß bitte unbekannterweise und bring den Teller runter. Pidi, du bist zarte 16. Schönes Alter. Gott. So, das war meine Mutter. Rumpel. Ich grüße zurück. Unbekannterweise. Unbekannterweise. Ah, ich muss mal irgendwas an meinem Mikro ändern, dass man das nicht immer alles hören kann. Du brauchst einen Mute-Knopf. Eine Taste, die du drücken kannst im Teamspeak, damit man dich nicht mehr hört. Wenn es solch eine Taste wohl geben könnte, wäre das nicht schön. Wo kann man das einstellen? Oben sind Tasten. Muss das eine fürs Mikro und eine für den Sound. Das entweder dich keiner hört oder andere dich nicht hören. Ach so. Entweder du hörst keinen mehr und das kannst du dann so einstellen. Das ist ganz cool, Jo. Ah, cool. Sehr schön, merke ich mir. Das sind oben in der Leiste sind das zwei Tasten nebeneinander. Das eine ist. Ja, hab ich gefunden. Okay. Ich habe zum Beispiel einen Schlag. Ich kann auf die Taste gucken, dass man mich hört und dann. Ja, also push to talk. Ja, das habe ich ihr am Anfang auch gesagt. Ja, weil da mein Mikro noch ein bisschen schlecht war, beziehungsweise ich hatte keinen. Also. Aber warum nicht? Man hört ja gerne Hintergrundnette. Ja, oder Hotkeys, genau. So habe ich es halt auch ja, gemacht. Ja, meine Mutter ist total nett. Hatte Hotkeys auf meiner Tastatur.
Ja, das kann man auch machen. Aber da vergesse ich die eher so. Das ist warum ich mir und wenn ich auf Dauer oh nein, Atem. Naja. Wahrscheinlich ist es nicht mehr gegen den Okay. Die haben gerade als Kurzschlussreaktion den Herald mit einem Juggle gezündet. Das war sehr gut. Mhm, ja. Den komischen okay. Käfer. Achso, dieses blaue Ding. Genau. Ganz schön großer Käfer. Gib mir jetzt den Mund auf, damit ich wieder ein bisschen unterhalten kann. Bär. Ah, das ist schon gut so eigentlich. Also, ganz gern, wir können gerne über irgendwas reden. Ja. Themen erfinden bin ich nicht so gut drin. Entertainment ist immer super. Ja. Wer ist jemand, schlägt ein Thema vor und dann diskutieren wir drüber. Gut. Titten. Was? Wie bitte? Ich hab's nicht. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Tut mir leid. Sagte Titten. Oh. Melden Sie mal raus, bitte. Ja, ist eigentlich ja. Ein gutes Thema. Total. Große, kleine, dicke, dünne, braune, rote. Was? Grüne, gelbe, blaue. Was es so gibt. Dreifache, vierfache. Ja, 6, 12, gerade, ungerade. Ah! Okay, wir reden jetzt über menschliche, ich merk schon. Ja, Hauptsache Pippen. Nein, weil was ich dann so bei dem Film. Ich glaub. Da gab es eine Frau mit drei. Ja. Es gibt in Amerika eine Frau, die sich eine dritte hat einoperieren lassen. Seht einfach. Ich. Ja, schlimm. Oder auch Leute, die versuchen auszusehen wie eine Barbie. Verstehe ich nicht. Naja. Ich weiß, was mit dem Geld anfängt. Ja, dann kann man spenden oder für die Enkel sparen oder ja, so. Es gibt immer eine Möglichkeit. Also viele wollen halt immer eine Barbie werden. Ja, aber warum? Ich meine, Barbies sind doch nicht mal hübsch. Die sehen einfach nur. Die sehen riesig aus, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich kann dazu nichts sagen. Ich meine, die sehen schon, aber ich habe nie eine gehabt. Boah, ich hatte welche. Die sind alle noch auf dem Dachboden. Ziemlich stark. Und wie heißt der Frau? Ken. Der Gute. Da die hat natürlich keinen von, glaube ich. Gestorben. Was mache ich denn jetzt? Ich bin gestorben. Du kannst Sachen kaufen. Gute Idee. Ja, ich weiß. Ich habe immer gute Ideen. Hallo? Also bitte. Ich weiß ja nicht. Ist jetzt auch die letzte Runde, danach ist für mich Feierabend, dann wird das Dream ausgeschaltet. Boah, wow, können schon. Wir uns gar nicht mehr unterhalten. Doch, doch, ihr könnt ja auf dem Teamspeak bleiben, ihr zwei Süßen. Nee, ich. Du gehst einfach so. Geht gar nicht. Ich muss morgen um 5 hoch, meine Liebe. Um 5, Alter. Schockt nicht. Nicht geil. Also jemand ist traurig. Ja. Sehr traurig. Geht gar nicht. Kannst du doch nur nicht einfach so alleine lassen.
gemerkt, wie es eindeutig uninteressant ist, dass du sagst. Was denn, wo dann wieder? Ja. Was denn, Herr? Es ist so typisch. Da rede ich mal über was Wichtiges oder so, der hat einfach so, dein Problem und okay. Ich glaube, okay. Lebenskrise hier. Das ist nicht Packung. Ich bin sehr zart beseitigt, was das angeht. Schnupf. Das Frauen ist immer so gut Vorteil. Das ist Wahnsinn. Echt. Das ist Hammer, oder? Aber egal welche Emotionen. Ich kann auch nicht gut vortäuschen. Vielleicht bin ich ja wirklich verletzt. Wer weiß. Sicher nicht. Könnte tief getroffen sein und ihr scherzt darüber. Ja, ja. Jetzt sei nicht so ein Mädchen. War ich schon immer, werde ich immer sein, sorry. Amateur. Meinst du, ich soll ein bisschen